Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des Revelation Easter Eggs. Ja, in diesem Tutorial möchte ich euch erklären, wie ihr Schritt 3 des Easter Eggs löst. Im Prinzip wieder mal ganz einfach, wenn man natürlich weiß, was man machen muss. Ja, das Ganze wurde erst vor einem Tag bzw. heute von einem Twitch-Streamer namens Legendar Kusto oder so gelöst. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt falsch ausspreche. Also er hat in seinem Stream das zweite Audioband, das wir für das Easter Egg brauchen, gefunden. Und ja, wie er das gemacht hat, das zeige ich euch jetzt. Das erste, was ihr natürlich machen müsst, ist, ihr müsst unbedingt Pack-a-Punch öffnen. Wenn ihr nicht wisst, wie, ich habe auf meinem Kanal etliche Tutorials, wie man gewisse Sachen auf dieser Map macht. Also schaut einfach dort vorbei, ihr findet hundertprozentig, was ihr sucht. Ja, wenn ihr Pack-a-Punch geöffnet habt, dann müsst ihr auf jeden Fall noch die Little Anis aus der Box holen. Wenn ihr diese habt, dann geht einfach mal nach Pack-a-Punch, also ins Innere von diesem Riesenwurm. Und wenn ihr an der Wand entlang lauft, seht ihr, dass es da 9 so große, also so kleine Öffnungen gibt, wo eigentlich auch die Zombies raus spawnen. Diese 9 Öffnungen müsst ihr jetzt Little Anis schmeißen. Also immer 3, dann 3 und dann wieder 3. Also ich würde einfach anfangen, mir 3 Löcher aussuchen und in diese 3 die Little Anis reinschmeißen. Und wenn ihr es falsch gemacht habt, dann hört ihr Samantha lachen. Wenn ihr es richtig gemacht habt und 3 von diesen Little Anis versenkt habt, dann hört ihr, wie 3 Magwas spawnen. Diese 3 Magwas einfach ganz normal killen. Dann nochmal 3-mal diese Löcher reinschmeißen und nochmal 3-mal reinschmeißen. Jedes Mal, wie gesagt, wenn ihr 3 davon getroffen habt, kommen Magwas und die müsst ihr immer töten. Ja, bei den letzten 3 Magwas, also in der dritten Runde von euren Little Anis, die ihr in diese Löcher schmeißt, werdet ihr in der Mitte auf der Brücke eine Audiokassette dann finden. Keine Angst, die meisten Magwas lassen eigentlich immer ein Max Ammo liegen, also das dauert jetzt keine 20 Runden, bis ihr diese Löcher halt befüllen könnt mit euren Little Anis. Schaut halt einfach, dass ihr da richtig reintrefft und nicht daneben schmeißt. Und wenn es wirklich passiert, dass ihr ein Loch, also doppelt bewerft, dann ist es auch nicht so schlimm, weil ihr hört es, indem ihr Samantha lachen hört. Also wie gesagt, wenn ihr dann alle Magwas gekillt habt und alle Löcher mit allen Löchern fertig seid, dann findet ihr hier in der Mitte an der Brücke eine Audiokassette liegen. Diese Audiokassette nehmt ihr einfach mit Viereck auf. Wie gesagt, ihr findet diese Audiokassetten nicht im Inventar und ihr geht damit zu Kino. Und zwar ist auf der Stage rechts wieder ein Abspielgerät und ihr spielt einfach dort die Kassette dann ab und dann seid ihr auch schon mit diesem Schritt fertig. Ja Leute, ich lasse euch jetzt gleich am Ende vom Video einmal die Audio durchlaufen, dass ihr das auch mal gehört habt. Das sind jetzt insgesamt 3 Easter Egg Schritte, die man soweit weiß. Ich bin mal echt gespannt, ob mehr herausgefunden wird. Also die Plattform, auf der eigentlich alles über das Easter Eggs, über Revelations und so angeht, wo halt jeden Tag diskutiert wird, ist einfach Reddit Called Zombies. Also schaut auf jeden Fall dort vorbei, wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, postet es da und dann können wir alle miteinander halt dieses Easter Egg lösen. Ja, sobald es den nächsten Schritt gibt oder sobald es Infos gibt, haue ich die natürlich auf meinen Channel raus. Ich bedanke mich vielmals fürs Gucken von meinen Videos und wir sehen uns dann im nächsten Video. Die Unterbrechung des Programms fiel mit den blinkenden Lichtern und dem Lärm des Feueralarms in der Testeinrichtung zusammen. Einen Moment. Was ist? Du wolltest mich sehen, Ludwig? Sophia, ja, tritt ein. Setz dich, meine Liebe. Trink einen Tee. Ist alles in Ordnung? Ja, ja, alles in Ordnung. Trink deinen Tee. Mir ist ein schlimmes Gerücht zu Ohren gekommen. Es geht um die Felderprobung von Subjekt 2.1. Geht es dir gut? Na klar. Ein beunruhigendes Gerücht. Kann ich deinen Arm sehen? Was? Nein. Warum willst du meinen Arm sehen? Entspann dich, Sophia. Ich würde dir niemals wehtun. Das weißt du doch, oder? Ja, schon, aber... Und du weißt, dass ich dich sehr gern habe. Ja, aber... Dann weißt du auch, dass alles, was ich tue, nur zu deinem Besten ist.